Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Urheberrecht, Creative Commons und Co. In den nächsten Minuten lernen wir Allgemeines zum Thema Urheberrecht und was wir als Lehrpersonen besonders zu beachten haben, was Creative Commons Lizenzen sind, welche es im Detail gibt, wie wir diese korrekt angeben und wie selbst erstellte Unterrichtsmaterialien mit Creative Commons Lizenzen versehen und weitergegeben werden können. Zu Beginn wollen wir uns mit dem Urheberrecht genauer auseinandersetzen. Das Internet bietet Unmengen an Bildern, Videos, Musik und weiteren Materialien, die wir für unseren Unterricht nutzen wollen. Doch Achtung, Bilder, Literatur und Musik sind durch das Urheberrecht geschützt. Das bedeutet, dass nur der Urheber, also derjenige, der das Werk geschaffen hat, das alleinige Recht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung hat. Wollen wir also Bilder, Videos oder Musik für die Erstellung von Unterrichtsmaterialien verwenden, müssen wir darauf achten, dass wir die Urheberrechte Dritter nicht verletzen. Ohne die ausdrückliche Zustimmung des Urhebers dürfen wir dessen Inhalte nicht verändern oder veröffentlichen. Der Gebrauch im Unterricht stellt eine Ausnahme dar. Urheberrechtlich geschützte Materialien dürfen, mit Ausnahme von Schulbüchern, für den Unterrichtsgebrauch vervielfältigt werden. Elternabende oder Schulveranstaltungen sind davon aber ausgenommen, da es sich dabei nicht um Unterricht handelt. Materialien ohne Bedenken verwenden? Die Lösung sind freie Bildungsinhalte, auch Open Educational Resources, kurz OER genannt. Wir beschäftigen uns also nun mit Bildern, Videos und Musik, die mit Creative Commons Lizenzen versehen sind. Wir rufen die Website www.creativecommons.org auf. Creative Commons ist eine gemeinnützige Organisation, die unterschiedliche Lizenzen zur Kennzeichnung von Nutzungsrechten veröffentlicht hat. Es gibt insgesamt 6 Lizenzen, mit denen Inhalte versehen werden können und die anzeigen, wie wir den gewünschten Inhalt weiterverwenden dürfen. Erkennen können wir Creative Commons Lizenzen an einem Icon und einem dazu gehörigen Kürzel. Als Beispiel nehmen wir folgendes Lizenzkürzel genauer unter die Lupe. CC-BY bedeutet, dass wir den Inhalt verändern, weitergeben und veröffentlichen dürfen, sogar zur kommerziellen Nutzung, sofern wir den Namen des Urhebers angeben. Inhalte mit dieser CC-Lizenz finden wir zum Beispiel auf wikimedia.org. Bilder, Videos und Sounds, die wir auf dieser Website finden, dürfen wir unter Angabe des Urhebernamens problemlos weiterverwenden. Weiter zu commons.wikimedia.org. Wir suchen zum Thema Fossilien ein Bild eines Ammoniten und geben dazu den gewünschten Suchbegriff in das Suchfeld ein. Wir erhalten zahlreiche Fotos von Ammoniten und wählen das gewünschte Bild aus. Durch Klick auf den Bildtitel erhalten wir nähere Details zum Bild. Hier sehen wir, wer der Urheber ist, in unserem Fall Ermel, und mit welchen Bedingungen, also mit welcher CC-Lizenz, dieses Bild versehen wurde. Dieses Bild ist mit der Lizenz CC-BY-SA Share Alike versehen. Somit dürfen wir es unter Angabe des Namens weiterverbreiten und auch bearbeiten, sofern wir es wieder mit einem Lizenzvertrag versehen, der dem des Originalbildes entspricht. Wollen wir dieses Bild nun für unser Unterrichtsmaterial oder auf einer Lernplattform verwenden, so geben wir die Quelle, wie hier zu sehen ist, an. Im letzten Schritt wollen wir uns mit der Anwendung der Creative Commons Lizenzen auseinandersetzen. Wollen wir selbst erstellte Unterrichtsmaterialien als freie Bildungsinhalte, also Open Educational Resources, weitergeben? So versehen wir diese am besten mit der Lizenz CC-BY-SA. So können andere Lehrerinnen und Lehrer diese unter Angabe unseres Namens, also CC-BY, und unter denselben Bedingungen, CC-SA, Share Alike, nutzen und auch weitergeben. Auf unserem Arbeitsblatt wollen wir nun die Lizenz CC-BY-SA samt dazugehöriger Icons auch abdrucken. Dazu öffnen wir im Browser die Website www.creativecommons.org und klicken auf Share Your Work.
Nun wählen wir die gewünschten Lizenzbedingungen aus. Wir wollen die Bearbeitung unseres Unterrichtsmaterials erlauben, solange es unter denselben Nutzungsbedingungen weitergegeben wird. Also wählen wir bei der ersten Frage Ja, solange andere unter denselben Bedingungen weitergeben, aus. Auch die kommerzielle Nutzung erlauben wir. Nun bekommen wir die ausgewählte Lizenz eingeblendet. Um sie herunterladen und später auf unserem Material publizieren zu können, müssen wir im Dropdown-Menü Lizenzkennzeichnung noch offline wählen. Durch Klick auf die gewählte Grafik können wir uns diese herunterladen und auf unserem Unterrichtsmaterial einfügen. Sie wissen nun, was Sie als Lehrperson hinsichtlich des Urheberrechts zu beachten haben, was Creative Commons Lizenzen sind und welche es gibt, wie Sie Quellenangaben korrekt angeben und wie Sie Ihr eigenes Unterrichtsmaterial mit CC-Lizenzen versehen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.